Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück hier daheim in Subsistence. Juhu. Hallöchen. Wir sind wieder zu dritt. Juhu. Danke, genau, dass ihr so lange gewartet habt. Der Imo ist wieder da. Ich habe das Bett auch warm gehalten für dich. Oh. Und hast du sonst noch in dem Bett getrieben? Oh, das willst du gar nicht wissen. Ich habe einen zweiten Spawn draufgepackt. Ja? Oh ja, stimmt. Das wird ein Bär. Ich könnte kotzen. Okay, wir haben neue Sachen. Ja, du hast, genau. Eine Destille. Oh ja, Schatzi. Ja. Wenn du da hinten diesen Bereich fertig machst, wo da die Raffinerie ist, dann denk bitte mit dran, ich denke mal so 5 Beete sollten oben drauf. Okay. Ich glaube, das wird reichen. Wo ist der scheiß Bär jetzt? Da. Und viel mehr Massenspeicher, oder? Stromspeicher. Ja, musste ich machen, weil ich für uns einen Reflexbogen bauen will. Ein Reflexbogen. Genau. Dann töten wir das Reflex. Ja, so ungefähr. Ich gönne mir jetzt einen Elchbraten. Das machst du. Danke, dass ihr den aufgehoben habt. Extra für dich mit Liebe gekocht. Ah, ihr seid super. Höchst aus der Höhe gestiegen. Ich spiele mit dem Bär, Vorsicht. Gesundheit gestiegen. Haustür. Geh doch rein! Okay, ich bin drin. Komm, ey. Ey, lass die Kleintierfalle in Ruhe. Ja, was, sonst muss ich schon wieder. Meine Mögel hergeben. Oh, lass dich nicht gleich durch die Wand erwischt. Lass dich nicht gleich wieder auffressen. Der hat mich durch die Wand erwischt, das ist unfair. Ich habe ganz viel Erste Hilfe und so viele Verbände, wie ich konnte, gemacht. Ja, deck dich mal ein. Ich nehme mal ein. Und immer wenn ich Gegengift machen konnte, habe ich Gegengift gemacht. Genau. Das war jetzt fies, das ging durch die Wand. Mhm, wenn du zu nah dran bist, ja. Ich muss meine Viecher füttern. Uiuiui, die hätte ich fast vergessen jetzt. Ja, das war der Begrüßungsbär für dich. Wie nennen wir ihn? Bärli? Bruno. Okay, so, was gibt's hier noch Neues? An der Werkbank oben hat's eine Kiste. Da schmeißt Strider Sachen rein. Huch! Entschuldigung, war der Rückwärtsgang. Da schmeißt Strider Sachen rein, die man in den Verwerter packen kann. Genau, die Masseverwertung. Also so wie Leuchtstäbe und so Zeug. Ja, genau. Kruf genau. Okay. Muss ich mal kurz gucken. Aber Holz braucht Holz. Ja, mache ich gleich weiter. Ich mache nur kurz den ersten Reflexbogen schon fertig, weil die Masse da ist, alles. So, wir haben keine Hasen mehr im Stall. Die sind fertig. Okay. So, liebe Imp, möchtest du den ersten Reflexbogen haben? Du überforderst mich. Ich habe erstmal Holz. Ich nehme den zweiten. Okay, muss ich halt also erstmal auf Masse warten, alles. Aber alles, die Materialien gut. Sind schon da. Nur noch Masse und Strom und was. Okay, ja, gut. Alles gut. Dann nehme ich den ersten. Du machst halt ein bisschen mehr Damage damit. Ja gut, ich sammle jetzt erstmal Holz für Melle, dann komme ich auch wieder rein und dann ist kein Thema. Ja. Der ist jetzt in deinen Händen besser aufgehoben als bei mir. Okay. Weißt du, ich war jetzt so lange weg und ich habe so lange nicht gezockt. Ich habe über 12 Tage nicht mehr gezockt. Entzugserscheinung. Ja, es war lange. War total. So. Also, solange du jetzt noch weißt, wo die Maus ist, wo die Tastatur. So, Maus und Tastatur. Ich habe ein Programm geschrieben, damit ich das alles mit meinen Gedanken steuere. Okay, dann stecke ich natürlich die Maus wieder an. Habe ich jetzt da schon drauf? Ja, da habe ich schon. Hallo. 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 Hi. Wo hallonen wir denn gerade? Am Madenbaum. Wir waren gerade am Madenbaum. Also. Da ist schon wieder so ein Bär.
Wo? Am Ufer. Hinter den kleinen Käfern. Oh, schon wieder so nah. Da, hinter dem Fels halt. Okay. Da ist ein Hase, Schatzi, bei mir. Ich bin gerade nicht bei dir. Ach so. Wir umkurven jetzt mal den Bär. Den brauchen wir jetzt nicht. Ich hoffe, der bleibt, wo er ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich Sachen treffe. Probier gleich aus. Ja, warte, bis ich drin bin. Kannst du probieren, wie du willst. Ja, den Bär habe ich getroffen, aber der war auch recht groß. Kann ich aus dem Fenster lupen? Oh, du hast einfach eine Truhe liegen lassen. Was? Wo ich? Direkt hier neben dir. Okay, nee, die war noch nicht da. Naja, jetzt kommen die Ausreden wieder. Ey, die muss hinter mir gespawnt sein, irgendwie. Wer schießt? Ich nicht. Niemand? Doch, bei mir hat die noch geschossen. Tut mir leid. Ich hab einen Pfeil gehört. Okay. Dann lade ich mal meinen Revolver. Oder war es die Falle? Weil die Munition hast du ja gesehen da drin von deinem Revolver, ne? Hab ich schon genommen. Super. Aber ich sehe niemanden. Und für die Pistole ist ja auch noch was drin. Ja. Ich brauche erst noch mal eine Pistole, ich habe keine. So. Müsste ich mir dann noch machen. Ist kein Thema. Ah, ich dachte, du hättest eine gehabt, aber... Okay. Ich hatte mal ursprünglich eine, aber... Ach, da ist doch ein Bär. Ich hatte doch den Unfall. Ach, stimmt. Zu den Fallen komme ich nicht. Also gut. Eine Holzhackrunde für die Melle, damit sie ganz schnell da hinten aufbauen kann. Mhm. So wie die Wege halt reichen. So. Inzwischen haben wir da irgendwie eine Methode, wie das schneller geht inzwischen? Oder? Nee. Das wirst du nie schneller machen können, als es ist. Nein. Außer du nimmst so eine Art Stärke-Kit, hält aber nur 3 Minuten oder so. Und dann musst du anstatt 3-mal draufschlagen, vielleicht nur 2-mal draufschlagen. Boah, das lohnt sich ja richtig. Ja. Also diese Stärke-Kit, das hätten die von mir aus weglassen können. Ja gut, fürs Endgame ist das bestimmt nice. Ja, wenn du genug Material sowieso übrig hast, ja. Schatzi, was hattest du vorher wegen dem Zimmer dahinter hinten gesagt, wegen den Raffinerien? Dass mindestens 5 Beete oben drauf passen. Ah ja. Für meine Kartoffelernte. Das passt. Genau. Das ist ja warte, Strider. Ja? Ich habe mir ein Video von dir angeguckt hier. Oh, ich habe gesehen, dein Gewehr ist richtig geil. Ja, ich weiß. Ich liebe dieses Ding. Wie ist denn da deine Munitionssituation? Wäre es möglich, da 2 davon zu benutzen? Oh, und schwer. Gut betreiben? Nee, gut betreiben nicht. Das ist wie mit der Schrotflinte. Gut betreiben nicht. Okay. Schade. Weil ich sehe immer die Heinis, sehe ich immer eigentlich recht weit entfernt. Nur kann ich den nie so, bam, ein Schuss und Thema ist gegessen. Ja. Also du kannst dir gern eins craften und wenn du mal die eine oder andere Munition findest, dann packst du ein, aber viel Munition findet man da nicht wirklich. Okay. Ist wahrscheinlich dann auch so High-End-Game, wenn du ganz viele Erdbohrer hast und dann deine ganze Munition selbst craftest. Dann passt das schon ein bisschen eher. Wir haben immer noch so ein Problem mit Baumwolle, richtig? Mhm. Ja. Noch ganz lange. Habt ihr Holz? Bin gleich bei dir und geb dir Holz. Oh ja, es ist Nacht, stimmt. Dum, 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 dum. Und falls du noch nicht gesehen hast, wir haben mittlerweile April. Du hast den ganzen Winter verpennt. Ich hab den Winter nicht verpennt, ich hab vor dem Kühlschrank gelegen. Das war auch ein Winter. Ich hab einen Hasen getroffen. Ich kann's noch. Das ist gut. Das ist die halbe Miete. Oh nein, es pisst.
Ja. Es ist immer noch recht kalt, obwohl wir April haben. Ja, in der Nacht schon. Ne? Ja, das merkt man auf jeden Fall. Ich sehe auch so unglaublich viel. Mhm. Ich fand das Feature voll cool eigentlich, dass man so übers Eis laufen kann. Ja, da musst du auf den nächsten Winter warten. Achso, hast du mal geguckt? Hast du einen Baumwollpulli drunter? Ja. Ach super. Ist drunter. Also ja, habe ich geguckt und ja, ist drunter. Klasse. So, hier war Kruscht. Pack dir Holz in die Getränkekiste. Ich komm, mir ist nämlich schweinekalt. Ich nass bin. Ja, das soll vorkommen, ne? Ich eh nach meinen Öfen gucken muss. Ich habe jetzt zwei Gewehrdinger mitgebracht. Supi. Kannst dich austoben. Hat das ein Premium-Feder? Da sag ich doch nicht nein. So eine Pistole, sagst du, brauche ich. Ja, eine ganz normale Knarre. Weil davon findet man immer ganz, ganz gut Munition. So, wie sieht's mit der Masse aus hier vorne? Na, die braucht noch ein bisschen. Die braucht noch ein bisschen. Fasern, werden die inzwischen immer noch zu Tauen gemacht oder wie ist denn das? Mal Taue und mal mache ich dieses, wie heißt Briketts. Das? Briketts. Ja, Basebrikett. Also ich gucke, dass vorne immer 50 Taue drin liegen und bei mir im Inventar. Und alles, was drüber ist, ist dann Basebrikett. Okay. Ich gucke mal, was habe ich noch im Inventar an Taue. Okay, dann lege ich dir einfach nur Fasern rein. Das ist am besten, ne? Mhm. Okay. Jo-Kraftstoff war eine Kuschelkiste, oder? Ja. Das Holz wolltest du wo? Das kannst du reinlegen, wo du magst. Ob du es vorne reinlegst oder bei der Getränke, ich hole es mir einfach. Okay. Ich muss ja sowieso immer wieder sortieren. So, jetzt bin ich bewaffnet. Also jetzt geht's an Nägel suchen. Ich habe keine Nägel mehr. Ich hab dir mal 20 Nägel gecraftet. Okay. Ich bin hinten in deiner Hütte. Okay. Das ist leider eine Hundehütte. Ja, mehr oder weniger. Was? Ja, ich verlasse dich nämlich demnächst, weil wenn das Ding da hinten fertig ist, werde ich nämlich meine BKE da hinsetzen, damit wir die Raffinerie weiter betreiben können. Das ist billig. Ja. Schwein. Im Bett steht er auch schon. Bitteschön. Öfe, du musst halt noch eine Stelle, gell? Ah nein, das brauche ich nicht unbedingt. Ich hab's in die Kiste gepackt, ne? In welche Kiste? Hinter dir. Ach, da. Danke. Ah ja, siehst du, guck mal, das geht doch ratzfatz. Zwei auf zwei Dingen. Brauch halt noch eine Treppe nach oben oder nicht? Ja, das mache ich dir gleich. Perfekt. Aber trotzdem brauchst du hier hinten eine Öfe. Na, warum? Weil du auch immer wieder Asche brauchst. Ah. Ja. Angeln habe ich auch noch drauf. Ah. Ja, mal gucken. Was sagt denn unsere Essenssituation? Müssen wir noch angeln? Oder? Ja. Ja. Okay. Das ist das Einzige, was du auch bei Nacht machen kannst. Nach wie vor, okay. Mhm.
Okay, zwei Hühner können rein und zwei Hasen können rein. Du Strider, wenn du deine Base dann verschiebst oder BKE, ja, dann musst du mir noch ein Tutorial geben, was ich machen muss an meiner Base dann. Du kannst schon mal anfangen, eine selber zu bauen. Genau, also, wir müssen die BKE dann bei dir abreißen und neu hinsetzen dann. Also sobald ich nämlich dich verlasse, speist deine BKE keine Energie mehr ein. So war es zumindest damals. Ich weiß nicht, ob das durch irgendein Update mal geändert wurde. Okay. Ja, das wäre ja blöd. Ja, aber gut, die Materialien sind schnell da. Ja. Die BKE, die kostet ja nichts. Weil das Fische vergammeln? Wie klein? Kleine. Welle? Nee, zu Öl. Entschuldigung, ich hab gerade irgendwie nicht aufgepasst. Öl. Tut mir leid. Alles gut. Alles gut. Tadam, tadam. Wenn der Rest durchläuft, muss ich schon nach meinen Öfen gucken. Na, von meinem Brennzeug ist nicht mehr viel da, du. Aber jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Hab's jetzt zwar nicht aufheben können bis zum Winter. Ich komme nicht voran. Hm. Ah, hier oben sind wieder Banditen. Bei uns in der Nähe. Wie nah ist das? Relativ nah. Ich glaube. Warte mal, wenn ich beim Mahnbaum bin. Da habe ich vorhin auch in der Nacht ein Lagerfeuer gesehen gehabt, ja? Ja, genau. Beim Mahnbaum. Oh ja, geradeaus, ich sehe sie. Genau, also relativ nah sind sie. Okay, also aufpassen. Das ist ja nicht nur relativ nah, das ist ja fast direkt am Mahnbaum. Mhm. 30 Meter. Ja, okay. Das ist schon heftig. Ich glaube, die sollten aber mal. Ja, vielleicht kann ich sie ja ein bisschen loswerden. Soll ich dir zur Seite stehen? Oh. Soll ich dir zur Seite stehen, Schatzi? Ja, klar. Fragt er. Ja, ja. Hast du dich gerade lustig? Nein. Ich finde das so süß. Ich sehe nur gerade keinen, nur das Lagerfeuer. Ja, können wir zumindest die Asche klauen. Klauen wir denen die Asche. An die Asche im Sack. Wir sind die Banditen jetzt. Irgendwo müssen die ja sein, also. Die haben sich also bestimmt. Links ist ein Bär. Also Bahn gegangen sind die schon mal nicht. Nee. Das ist ja seltsam. Ja, der Bär hier ist fast tot. Töten wir den noch kurz. Ah, der Bär ist sie vielleicht vernascht? Wahrscheinlich. Die Vermutung liegt nahe, Schatz. Perfekt. Perfekt. So, zack. Das kann sein, dass der Bär die vernascht hat. Dann lass uns doch mal hier. Ja, doch, dann. Da habe ich nichts dagegen. Das mag ich. Wenn die Tiere. Oh, ich finde das super. Die Banditen vernaschen. Oh, hier liegt eine Tasche, ja. Guck. Ja. Der wurde gefuttert. Aber nur einer? Da müssten drei sein, oder nicht? Ich habe jetzt nur die eine Tasche gesehen. Vielleicht liegen da noch mehr rum. Ja, gut, die sind auch nicht gerade einfach zu sehen, die Dinger, ne? So. Hast du einen Dietrich? Hier liegt so eine Kiste. Nee, leider nicht. Okay. Bitte. Düdü. Ja. Warte. Hey, komm mal. Aha. Ah, da. Ich hab den. Hier. Einen hab ich. Hey, da waren vier Nägel drin. Ich hatte ein Heilmittel drin, so ein Tonikum. Das ist auch gut. Sollte mich jetzt noch waschen, aber sonst sehe ich hier keine Rucksäcke. Gut. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob die da jetzt wieder zurückkommen, ne? Also,
Ja gut, wir haben sie nicht gekillt, also können die sich schon mal nicht an uns rächen, oder? Ja, die Banditen machen ja sowieso keine Vergeltung. Das sind ja die anderen, die Basenhunter. Die Basenhunter. Genau. Ich dachte, der Sänger heißt Basshunter. Das stimmt. Was schießt er mit dem Pfeil? Ich habe einen Hasen neben mir getötet. Ah, okay. Das war so praktisch gerade. Da ist schon wieder ein Bär bei uns, ne? Du schießt ihn jetzt ab. Ja. Uhu. Brauchst du? Oder? Ich laufe ein bisschen mit ihm. Ich hab ihn. Kannst du noch mal drauf schießen? Ja, warte. Okay, da kommst du um die Ecke. Oh shit. Du schießt so gut wie ich. Gell? Hab ihn aber. Ja, warte. Hab ihn. Ach, super. Tot. Hinter dir. Aber bei lass mich dann. Ich hab den anderen auch gehäutet. Dann lohnt sich das, wenn ich es wegleg. Lohnt sich zum Waschen für dich, ne? Ja. Vergiss deine Pfeile, die ich einzusammeln. Du hast jetzt dreimal daneben geschossen, oder? Ja, aber find die mal wieder. In diesem hohen Gras. Heute so ein. Aufpassen im Hochgras, da könnten andere Tiere drin sein. So einen Pfeildetektor bräuchte ich hier. Bip, 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 bip. Das Ding ist, ich werde wahrscheinlich deine Pfeile nicht finden. Du weißt zumindest, in welchem Winkel du geschossen hast. Das habe ich schon vor lauter Aufregung schon vergessen. Ich war so aufgeregt. Hat jemand noch 6 Nägel? 4. Okay. Dann muss ich warten. Kein Problem. Leider auch kein. Dann ist so. Ja, die nächste Runde laufe ich wieder um die Insel herum und dann kriege ich bestimmt wieder ein paar Nägel zusammen. Das ist ein bisschen Holz. Ah, guck mal da. Das Lagerfeuer ist wieder an. Die Banditen sind da. So schnell? Ja, wenn die von Tieren gefressen werden, dann kommen sie ganz schnell wieder. Oh. Das ist doch keine nachhaltige Lösung. Schade eigentlich. Muss jetzt nochmal gucken. Ah, da ist einer. Schleichen wir uns mal ran. Sagte er und zog die Schrotflinte. Ich höre es schon wieder schießen. Kopfschuss. Ah, da hockt der Strider. Der kleine Assassine. War zumindest jetzt einer. Ich habe aber 2 Rucksäcke gehabt, ne? Also, Du hast 2? Ich hatte einen Rucksack? Ja, wir beide zusammen hatten 2, das meine ich damit. Oh, okay. Aber der andere wurde wahrscheinlich ein paar Sekunden später gefressen. Der andere ist, glaube ich, geradeaus, oder? Also noch sehe ich gerade keinen. Bin ich ganz sicher. Oh, ich könnte meine Winterjacke gleich mal wieder ablegen. Oh, was liegt da oben? Achso, Schrott. Schrott. So. Mel, ich habe jetzt 5 Nägel. Jetzt habe ich 9. Oh, das ist toll. Ich weiß bloß nicht, wo ihr steckt. An Bandito. Dem Lagerfeuer. Achso. Ich komme auch gleich. Der Bandito hatte nämlich auch noch mal ein paar Nägel. Deine Leiche hast du geflattert? Ja. Sehr schön. Zerteilt, zerlegt, zerstückelt. Naja, sie liegt immer noch da. Es geht ja leider nicht anders. Mhm. Also Schatzi, wenn du nachher diese BKE hier setzt, ne? Ja. Und dann die Teile zu dir gehören. Dann kannst du wie bei mir ins Treppenhaus diese Fässer darstellen, der Massespeicher, Stromspeicher. Dann sind die hier aus dem Raum draußen. Gibt's mehr Platz.
Okay. Bring dir jetzt erstmal die Nägel rüber. Ja. Ich bringe auch noch kurz meine dazu. Ja, da ist einer an unserem Felsen. Ja, das ist einer von den Basenhunter. Von dem Basenhunter? Ja, wenn du den tötest, dann wird auf jeden Fall eine Vergeltung kommen. Cool. So, hier, deine Nägel. Aber der wird jetzt hier die Kiste nehmen. Oder auch nicht. Der nimmt keine Kiste mit, nee. Nicht? Nee, leider nicht. Nein, zum Glück. Ich muss bald wieder Pfeile machen. Okay. Aber der soll da weg. Ich mag ihn nicht. Wer mag die schon? Ah, guck mal, sieht doch schon schön aus hier hinten, was du gemacht hast. Eine Wand baust du noch, ne? Ja, da bin ich. Die baut gerade. Also erst brauche ich Bretter. Und dann bist du hier fertig, gell? Ach, komm. Ja, Platz für 5 Beete hat sie locker. Ja, ich wollte ja. Da wird es voll arschkalt im Winter, ne? Das macht nichts. Also wenn ich tatsächlich wirklich einen Ofen brauche, den kann ich mir auch selbst noch einmal bauen. Weil alles Wichtige... Irgendwann hole ich vielleicht eine Tür für oben. Dann ist nicht ganz so kalt. Ja. Okay, dann werde ich schon mal die BKE bauen und dann am besten gleich 2. Weil der liebe Imp ja auch eine braucht. Ja. Der ist noch da hinten. Ich dachte, ich hätte ihn angelockt, aber doch nicht. Glück gehabt. EKE brauche ich 12 von denen. Probieren und so Zeug können wir immer noch einfach direkt essen, richtig? Jo. Sehr schön. Zack, zack. So, damit sind wir auch mit der heutigen Folge fertig. Wir sagen Danke und auf Wiedersehen. Tschüss. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt, aber ciao. Ja.